Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Dead Island. Okay, wir gehen jetzt mal hier raus und dann gucken wir mal, wo wir hin können. Oh, da hinten war noch eine Quest, sehe ich gerade. Ja, das Problem ist jetzt natürlich, dass da... Das Problem ist jetzt, dass da vorne so ein Typ steht. Und ja, ich will die Lobby jetzt nicht verlassen. Ich hoffe mal, dass der Typ jetzt einfach mal so ein bisschen rumlungert. Nichts macht. Hoffe ich jetzt einfach mal. Fuck, I should have stuck with Jade. Look, she's probably long gone by now anyway. I'm just saying, if you happen to see her, tell me. That's all. Suche Maggie und berichte Steve. Yeah. Machen wir doch gleich mal. Thanks. I'll be here. Because, I mean, you know, where the hell else am I gonna go? So, Kontrollpunkt. Neue Quest, die Verlorene. Dann werden wir hier mal rausgehen. Ja, ich töte sie alle. Besenstiel abgenutzt. Naja, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Haben die zufällig noch... Ah, hier. Die Schnecke hat noch was dabei. Nagelbrett. Aber das hat, glaube ich, von der Haltbarkeit her, das nehme ich mal mit. Das hat nämlich noch voll. Müssen wir darauf achten, dass unsere Waffen immer voll sind, weil dann, wenn die kaputt gehen, glaube ich, machen sie, denke ich mir jetzt mal, werden sie weniger Schaden machen. Jetzt sind hier drei Leute drin. Ich glaube, es hackt. Ich wollte das doch alleine spielen, Leute. Nur nochmal ein Paddel, aber das ist genau identisch, also da ist nichts. Okay. Energy Drink hier. Energy Drinks kann man immer ja brauchen. Okay, können wir hier rein? Nein, hier können wir nicht rein. Oh, ich sehe gerade, wir müssen da oben hin. Ich wollte das auch schon am Strand lang spazieren, aber... Ein Besenstiel. Die Leute waren ja schon echt fleißig mit dem Aufräumen, ne, aber... Was haben wir denn da? Schon wieder ein Energy Drink. Meine Güte, die könnte er sich ja auch einteilen, ey. Oh, hier schön Energy Drink, auch von der Marke Energy Drink. Sehr beliebte Marke. Vor allen Dingen hier auf Banoi. Das ist wirklich... Was war das? Geh mal wieder weg. Oh Gott, das war jetzt richtig schlecht. Alter. Gott. Das habe ich jetzt irgendwie so... Weiß ich nicht, ich dachte, ich kann ihn einfach schlagen, aber... Irgendwie war er ein bisschen schneller als ich. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen geradeaus. Natürlich, der stand natürlich genau davor. Lebt sie noch? Ja, ich glaube, der lebt nicht mehr. Okay, war ich nicht. Und der lebt nicht mehr. Tot? Tot. Sehr schön. Erstmal, wir einmal... Holanda. Was ist da hinten? Und jetzt verfolgt uns hier einer auch, Mann. Okay, den werden wir jetzt einfach mal gründlich ignorieren, Leute. Und da kommen schon wieder welche. Mann, ich wollte das doch extra alleine machen, weil ich der Herausforderung wollte. Jetzt greift mich schon wieder einer an. Alle tot. Ja, jetzt steht er da in der Ecke. Ach, meine Güte. Oh, der hat noch was dabei. Oh, ich glaube, unsere Waffe hat ein wenig ausgedient. Ja, noch nicht mal. Jetzt hat sie aber ausgedient. Ja, okay, wir wechseln dann noch automatisch. Ah, komm doch! Du! Und du! Und... In die Eier! Verfolgt er uns? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ich will nicht mit ihm handeln. Och Mann, das ist jetzt echt doof gelaufen. Ich glaube, der steht nicht mehr auf, aber er steht noch auf. Und Sprungangriff. Und ins Gesicht. Oh, der lebt noch. Oh, wir haben da so ein bisschen keine Energie mehr. Nein! Hau ab! Piss dich! Ich glaube, der ist tot. Ja, der ist tot.
schweres Eigenbauhackmesser benötigt Stufe 2. Nehmen wir einfach mal mit. Och, wer bist du denn? Das bist du, tot. So. Wo müssen wir denn hin? Okay, nichts. Wir müssen gar nicht hier. Ich dachte, wir müssen hier vorne hin. Da sind noch mehr von den. Erstmal einen Energy Drink Kadenzen hier und dann. Das Alkohol wäre jetzt auch ganz schön. Alkohol, ein paar Zombies, mehr braucht der Mensch nicht. Ich hab's doch schon wieder. Heulchen. LOL, weil er doch lebt! Alter, du Drecksack! Du elender Drecksack! Okay, ich renn mal hier oben lang. Sag mal, da Schönes. F. Let's see what we got here. Energy Drink. So, dann. Oh, what the fuck? Ach du Scheiße. Ich würde sagen, das Wasser muss so aussehen. Was? Ich versuche mich jetzt mal an den Herrn ranzuschleichen. Oh, okay, das ist gar kein Zombie. Na, zum Glück habe ich da keinen. My wife. My dad. Oh, fuck, my own fucking brother. Jesus Christ. What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? Ich guck dir doch gar nicht an. Fuck, do you want from me? I had no choice. Okay. Ja. Okay, unser Freund hier ist ziemlich los, würde ich nicht sagen, aber rostiges Rohr. F nehmen wir erstmal mit und dann würde ich sagen, rüste ich das doch auch mal gleich schnell aus. Ich weiß ja nicht, ob ich und er die gleichen Sachen aufsammeln oder ob wenn ich das aufsammle, er das auch nochmal aufsammeln kann. Deswegen will ich doch mal gleich alles aufsammeln, was hier so liegt, während er da vorne noch ein bisschen sich rein abchillt. Ist hier hinten noch irgendwas? Ah ja, der Typ hier hinten hat auch noch irgendwas für uns. Oh, schweres Tauchermesser. Okay. Dann werde ich jetzt mal kurz ins Inventar gehen. Nein, falsch, das war das falsch. I war das Inventar, genau. So. Das könnte man. Nee, wo haben wir denn? Da. Das komische Rohr. Ah, okay. Wir haben den Molotow damit auch ausgerüstet. Okay. Das Rohr rüsten wir mal aus. Dafür. Und den Molotow, den lassen wir erstmal so. Habe ich das. Jetzt habe ich das Rohr ausgewählt. Das Rohr wollte ich noch gar nicht. Ich wollte erstmal den nehmen. Oh, er kämpft dann jetzt ein bisschen. Aber das stört mich jetzt mal überhaupt nicht. Bleib liegen, Junge. Jesus Christ, man. Ich dachte, hier wäre noch einer. Alkohol, Energy Drink. Energy Drink, alles mitnehmen, was neu geht. This is Roger Howard on a special assignment on the island of Banoi. I'm investigating illegal logging and clear cutting that's not only damaging the ecosystem here, but costing the people of Banoi billions. I've been told that my life might be in danger as those behind this illegal activity will stop at nothing. As a precaution, I will be leaving a trail of recordings wherever I go, so that if something were to happen to me, the truth would still be told. I'm leaving now to meet with an informant who I believe could rip the lid off of this investigation. Auch jetzt nimmt er mir das ganze Loot weg, der Arsch. Ja, jetzt habe ich gerade aus Versehen Alkohol getrunken. Das hatte ich jetzt natürlich überhaupt nicht geplant. Mann, nein, ich will ihn nicht zum Handeln einladen, Junge. Jetzt geh doch mal, du störst gerade. Och, Mann. Komm, ich mach die Tür vor der Nase zu hier. Komm, lass mich doch in Ruhe. Okay, habe ich jetzt eine Waffe? Rohr, Fäuste. Warum habe ich jetzt... Habe ich nur das... Wo habe ich denn jetzt, bitte? Ah, okay. Das war jetzt anders, das war anders geplant, aber egal. Das Paddel da. Ach, da unten. Okay, da unten sehen wir dann, wie viel Haltbarkeit das noch hat. Okay, das kommt. Okay, dieses Messer zum Beispiel kann ich gleich so nehmen. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal bei dem Schraubenschlüssel bleiben. Der macht nämlich ein bisschen mehr Schaden noch. Erstmal ausrüsten wieder, damit wir zwei Waffen haben. So. Upsala.
Und dann kehren wir jetzt mal schnell zu Cinemoy zurück, denn wir haben die Schlüsselkarte gefunden in dem Raum eben. Das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen, weil ich da gerade so ein bisschen einen hinter die Binde gekriegt habe, aber... Oh, das war jetzt... Oh, das war jetzt eine ziemliche Scheißidee. War ich nicht. Ach du Scheiße! Was denn hier? Hey Gott! War ich nicht. War ich nicht. Verpisst euch! Jetzt gib mir meine... Da ist meine Waffe wieder. Ich hab die Waffe. Nein! Scheiße! Nein, schon wieder verpasst! Kacke! Scheiße! Jetzt verrecke ich hier! Alter! Gott, waren das gerade viele. Ich hätte da nicht so reinrennen sollen. Oh mein Gott. Da, die Waffe wollte ich eigentlich vorhin auswählen. Okay, wir hätten vorhin vielleicht nicht die ganzen Energy Drinks auftrinken sollen. Da habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Nicht die beste meiner Ideen. Okay. Sagen wir mal so, also alleine gegen alle ist das ein bisschen schwer. Haben wir da noch? Oh, ein Energy Drink. Oh, danke. Zum Glück stand da noch ein Energy Drink rum. Das haben wir alles schon gelootet. Dann laufen wir mal weiter. Große Batterie. Looking like a motherfucking postcard. Gott, das war mir jetzt gerade echt ganz schön hart, Leute, mit den ganzen Zombies da. Wenn das wirklich so viele sind, dann glaube ich, dann hole ich mir vielleicht doch nochmal Unterstützung. Ah, das werdet ihr sehen, das werde ich jetzt im Laufe, das werde ich erstmal entscheiden. Hauptsache nicht solche Unterstützung hier, sondern Leute, die kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Weißt du, er rennt da hinten rum und dann hilft er mir nicht und macht nichts. Dann haben wir jetzt die gleiche Quest, oder? Golden Beach sind wir hier. Oh ja, so goldig ist der Beach nicht mehr. Ich würde mal sagen, eher so ein bisschen blutig. Don't know how it is you're immune to... You did it? All right. Thanks to you, we might all just make it. Exodus. Bauplan genagelt. Okay. Sammlerstück. Cinnabon. Okay, you ready to go out there again? I need you to find a lifeguard station and see if it's safe. Can you do that for me? Aber natürlich machen wir das. Da denken wir doch gar nicht nach. Schwierigkeitsgrad schwierig. Okay, erledige alle Untoten in der Gegend. Schwierig. Alright. Das probiere ich trotzdem. Take the beach. It's the shortest way. We'll come as soon as we know it's safe. There should be a working radio inside. Signal us when it's clear, and we'll follow you. Geh zum Rettungsschwimmturm, erledige alle Untoten in der Nähe. Ich glaube, seine Freundin da hinten, deine haben wir nicht gefunden. Maggie, no, Steve, die haben wir nicht gefunden. Aber ich werde jetzt erstmal da vorne, da war noch, glaube ich... Genau, da war noch ein Paddel. Das nehme ich mir doch gleich mal mit. Genau, das habe ich theoretisch. Den Schraubenschlüssel. Habe ich jetzt gerade meine Waffe fallen gelassen, oder? Nee. Okay, da muss ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Nee, die Waffe will ich nicht mehr. Was ist denn das? Das rostige Rohr will ich noch. Der hier. Den lasse ich fallen. Das Rohr will ich ausrüsten, damit ich zwei volle Waffen habe. So. Okay. Das passt schon besser. Jetzt fehlt mir nur noch ein Energy Drink und dann wäre alles tipptopp in Ordnung. Ich glaube, ich sprinte mal lieber nicht so viel, damit ich mehr Ausdauer habe. Wir finden hier überall Geld. Einfach bei den scheiß Untoten einfach mal Geld. Weil der lebt auch noch hier. Ja, natürlich. Auf die Fresse, Junge. In dein Gesicht, in dein Gesicht, in dein Gesicht. Wie viel die aushalten, wenn man die nur tritt. Ey, ich will ein bisschen die Waffen schonen, deswegen trete ich die so oft. Okay. Ich hätte gern trotzdem nochmal Energy Drink. Boah, wie schnell die einen auch angreifen. Was haben wir hier? Das nehme ich doch mit. Das nehme ich doch gleich mal mit. Schweres kann man immer gebrauchen. Was haben wir hier? Anything good in here?
Ich nehme erstmal mehr oder weniger alles mit, was wir finden. Energy Drink. Ah, super. Jetzt nimmt er mir hier auch noch mein Loot weg. Was soll denn der Mist? Ach man, solche Leute kann ich gebrauchen, Leute. Solche Leute kann ich gebrauchen. So, das Problem ist, Pro-Gamer, wie ich natürlich bin, habe ich vergessen, mir Timer zu stellen. Das heißt... Abnutzungspaddel. Nö, das nehmen wir nicht mit. Und ins Gesicht. Warum greift er nicht an? Okay, dann lassen wir sie da mal stehen. Boah. Was macht denn, was macht sie denn hier durch die Gegend? Aufs Gesicht, Mädchen. In your face. Energy Drink. Erstmal, ich nehme einfach mal alles mit, was er hier nicht mitnimmt. Einfach nur, weil wir was dann haben. Und ich glaube, unser Rohr ist schon ein klein wenig lidiert. Ich würde gerne mal wissen, genau wie lidiert es ist. Okay, das heißt, die Waffe dürfte gleich im Eimer sein. Drücke E, um zu treten. Ja, das habe ich schon ein paar Mal probiert. Ist auch mehr oder weniger erfolgreich gewesen. Was war er denn gerade für einer? Wo ist sie denn? Ins Gesicht. Hält mal ein bisschen hier. So macht man das ins Gesicht und auch mal bei dir. Alter. Haben wir doch schon gemacht, Junge. Alles in Ordnung. Oh, fuck. Fuck. Jesus Christ. If you hadn't come along. You want to come with me? I'm gathering any supplies I can find at the water sports rental kiosk. Maybe you'll find something that'll come in handy. Oh, 5 HP, einfach mal so. Gut, wir haben ihn gerettet, das finde ich jetzt gut. So, gleich nochmal neue Waffe auswählen, weil die eine Waffe hat ordentlich einen abbekommen. Okay, ein schwacher Stock. Nochmal neues Rohr. Neues Rohr. Und wo? Wir hatten doch irgendwo genau da ein schweres Rohr. Sieht doch gleich schon viel, viel besser aus. So. Kraftloser Stock. Na okay, den Stock, der bringt wirklich gar nichts. Den kann ich auch mal fallen lassen. Weiß nicht, ob wir... Aber okay, wir haben auch begrenztes Inventar. Das heißt, ich sollte wirklich aufpassen. Dann werde ich auch das eine Paddel, das hier so ange... Okay, sind beide sau angefrackt. Die werde ich beide mal fallen lassen. Wir finden schon noch Sachen. So, okay. Das heißt, jetzt haben wir ein schönes Rohr. Hier liegen die beiden kaputten Paddel. Und er hat doch jetzt in der Zeit bestimmt alles weggelootet. Ne, doch nicht. What we got here? Och nein, er nimmt das hier... Och ja, er nimmt natürlich alles mit, Mann. War neu, Herald Abschnitt 2. Sammlerstück. Okay. I would have died out there without you. Look, take whatever you want. I have to get some rest. Och ja, Mann, jetzt ist er hier schon wieder. Ah, okay, hier haben wir noch eine Werkbank, das gefällt mir. Nein, nicht daraus. Rundmesser. In der Nähe befindet sich eine Werkbank. Du kannst daran Waffen modifizieren, reparieren und upgraden. So. Was haben wir denn so für Upgrade? Okay, die können. Okay, die Up. Also, okay, ein Upgrade ist einfach nur so. Können wir nur die, die wir. Schnitzer. Okay, seht ihr das mal? Ein Baseballschläger, ein Kreisblatt und ein Motor, alles kombiniert in einem Killerwerkzeug. Okay, ja, das ist ein Teil von der Game of the Year Edition, die wir hier spielen.
genagelt. Ja, da können wir jetzt einen Stock nehmen. Baseballschläger, ein großer Holzknüppel, Tonfahne, eine Keule. Okay, das heißt, ich werde jetzt erstmal zurückgehen. Haben wir... Also ich würde jetzt eine Sache gerne wissen. Geht das nur mit Sachen, die wir... Ja, okay, das geht, glaube ich, nur mit Sachen, die wir nicht gerade aktiviert haben. Das heißt, ich muss die Sachen immer erst ablegen, wenn ich meine neuen Waffen upgraden will. Oder auch nicht. Ich dachte, das geht jetzt. Okay. Das ist jetzt ein bisschen schade. Upgrade. Wie viel kostet denn das? Bestätige können nicht abgeupgradet werden. Ah, okay. Dann reparieren wir das mal. Okay, ja, wir haben, okay, wir haben ein bisschen Cash. Das geht schon. Ah, da oben. Hackmesser upgraden. Ja, na komm, dann würde ich sagen, gehen wir ihm gleich nochmal. Haltbarkeit. Okay, das heißt, damals noch auf die Waffe muss ich jetzt gut achten. Das ist jetzt unsere stärkste Waffe. Ich dachte ja echt, dass wir das machen können. Genagelt. Da können wir jetzt einen komischen Stock nehmen. Zwei Nägel, aber da spare ich lieber die Nägel. Okay, das heißt, jetzt nochmal schnell ins Inventar. Wo haben wir denn das schweres Rohr ausrüsten? Das ist die beste stumpfe Waffe, die wir haben. Was haben wir hier noch? Oh ja, das gefällt mir auch schon sehr viel besser. Hat einer nicht so viel Haltbarkeit? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, es wird die Feinde viel, viel effektiver auseinandernehmen. Oh, for fuck's sake! Oder aber noch was. Alter! Mit den Fäusten. Nein, jetzt hat er irgendwas genommen, was ich auch wollte. Och Mann, ich mag es nicht, wenn ich jetzt mit so einem Typen spiele. Kann ich ihn... Nee, kann ich nicht. Oh, aber Sam B hat... Rechte Maustaste, um zu zielen? Ich würde ja gerne wissen, mit was ich zielen soll. Gab's jetzt hier gerade eine... Schwaches Eigenwurmmesser. Komm, wir nehmen alles mit. Wir sind so... Kann jemand den Snack? Okay, der ist... Oh, er isst auch den Snack sofort. Junge, teil es dir doch ein. Ein Telefon. So, erstmal Zombie-Upgrade. Erstmal... Oh Gott! Bams! Oh, Halleluja! $13 hat sie bewacht. Was ist sie denn für ein... Was ist sie denn für eine... nette, offenherzige Lady. Ein bisschen Kleingeld lassen können hier. Ein bisschen mehr als $13. Ja, ich würde sagen, das Spiel ging auf jeden Fall schon mal sehr gut los. Was haben wir denn hier noch so? Schwerer Hammer. Okay, also ein Hammer, den brauchen wir mit. Weil ich jetzt auch die Tür zugemacht habe. Oder er hier. Don't pass up anything useful. Okay, das heißt, jetzt haben wir einen Hammer. Und ein Messer. So, ja Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange die Folgen gehen, deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal im Golden Beach mal für diese Folge auch Schluss. Und dann weiß ich nicht. Was hat er denn da für einen Hammer? Haben wir den? Ja, er hat so einen dicken Hammer, natürlich. Ach man. Ja, okay. Ja, liebe Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, er geht mir langsam echt auf den Sack hier. Ich bin hier so ganz alleine am Chillen, weißt du, und er... Er stresst nur rum hier. Auf den Sack, Junge. Ah, da läuft er weg. Er läuft weg vom schwarzen Mann. Wer genau? Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Uah! Ich bin Sam B. Das B steht für Black. Okay. Ja, und er hat Aggression gegen einen Ball. Ja, wir spielen Fußball. Wo ist der Ball? Let's play Football. Hier, bei Dead Island. Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Und hier, lass ihn. Okay, das wäre mit anderen Leuten einfacher. Ja, liebe Leute, dann beende ich hier die Folge und vielleicht... haben wir auch in einer der nächsten Folgen Unterstützung von einem anderen bekannten Verdächtigen. Aber jetzt für die ersten Folgen erstmal noch nicht. Und damit sage ich auch Tschüss und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Dead Island. Tschüss.